Die Nutzung einiger der Materialien innerhalb des Smartphones ist aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sehr problematisch. Smartphones bestehen zu 50% aus Plastik, aber eben auch aus Keramik, Glas und seltenen Erden. Vor allem die seltenen Erden sind kritisch, denn sie sind jetzt schon sehr knapp und eben eine endliche Ressource, auf die wir aufpassen müssen. Am Beispiel von Kobalt kann man ganz schön die Lieferkette der Produktion eines Smartphones erkennen. Kobalt wird im Kongo abgebaut und in Asien weiterverarbeitet. Das heißt, da haben wir bereits einen sehr weiten Weg, welchen Kobalt zurücklegen muss. Aber in Asien endet die Lieferkette nicht. Asien ist nur eine Zwischenstation. Von dort aus wird Kobalt weitertransportiert in den europäischen Raum, wo es zu dem Endprodukt Smartphone hergestellt wird. Und dann landet es mit weiteren Lieferwegen eben im deutschen Einzelhandel bei uns. Das heißt, wir haben insgesamt eine sehr schlechte CO2-Bilanz, bis wir schlussendlich zu unserem Smartphone im Einzelhandel kommen. Und es ist nicht nur die CO2-Bilanz, die sehr fragwürdig und problematisch ist, es ist eben auch die Umweltbedingungen und die Arbeitsbedingungen der Menschen, die an dem Abbau und an der Produktionskette eben beteiligt sind. Zum Teil haben wir Probleme mit Sklaverei und schlechten Arbeitsbedingungen, die auch sicherheitstechnisch fragwürdig sind, sodass das Produkt insgesamt in der Nutzung der Materialien sehr problematisch ist. Es gibt Unternehmen, die bereits jetzt sehr stark darauf achten, einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch bei der Herstellung von elektronischen Geräten zu erzielen. Hierfür muss die gesamte Lieferkette mitgedacht werden, um im Endeffekt Mensch und Natur zu schonen. Zinn ist in Form von Lötzinn in jedem elektronischen Gerät, vom Handy bis zum Fernseher enthalten. Es ist der Bestandteil, der die einzelnen Komponenten elektronischer Geräte miteinander verbindet. Momentan wird Zinn häufig in Entwicklungsländern abgebaut, in denen Minenarbeitern unter schlechten Arbeitsbedingungen diesen abbauen müssen. Das Unternehmen Verlötet versucht dem entgegenzuwirken, indem sie dem Lötdrahthersteller höhere Gehälter zahlen für den Rohzins, sodass der Minenbetreiber seinen Mitarbeitern eben bessere Gehälter zahlen kann und eine nachhaltigere Produktion und Abbau von Zinn geschaffen wird. Die meisten von uns haben alte, unbenutzte Hardware zu Hause rumliegen, in der im Endeffekt ungenutzte Ressourcen und seltene Erden stecken. Das heißt, bevor ich mir ein neues Endgerät kaufe, sollte ich mir die Frage stellen, was kann ich mit meinem alten Gerät gegebenenfalls noch machen? Dafür helfen die drei R's. Das sind Repair, Reuse, Recycle. Repair, kann ich mein Gerät gegebenenfalls reparieren, anstelle mir ein neues zu kaufen? Reuse, gibt es vielleicht auch eine andere Verwendungsmöglichkeit als die ursprüngliche? Und Recycle, kann ich das Gerät zum Recyclinghof oder zum Hersteller bringen, der diese gegebenenfalls auch zurücknimmt? Und wenn ich diese drei R's alle durchlaufen habe, dann ist es auch okay, sich ein neues Gerät zu kaufen. Aber man sollte eben keine unbedachten Neukäufe machen, wenn man noch alte Geräte zu Hause rumliegen hat, mit denen man eben eine Weiterverwendung in welcher Art auch immer noch möglich ist.